Werden wir durch Elon Musk einen neuen Bereich im Kryptomarkt sehen, der zukünftig neue 100x bis 1000x Projekte hervorbringen wird? Und vor allem, werden wir dieses Jahr noch ein neues Bitcoin All-Time High sehen? Das und noch viel, viel mehr besprechen wir heute in diesem Video. Und damit du das Ganze nicht verpasst, bleib auf jeden Fall dran. Bevor wir beginnen, das Ganze ist keine Finanzberatung und du solltest immer deine eigenen Recherchen machen. Im heutigen Video sprechen wir mal über einen Bereich im Kryptomarkt, welcher das Potenzial hat, in Zukunft weitere 100x bis 1000x Projekte hervorzubringen. Und die Rede ist hier von SocialFi. Das bedeutet dezentrale soziale Netzwerke. Das Ganze ist noch nicht so unfassbar bekannt. Wir sehen hier eine Marktkapitalisierung von gerade einmal 1,1 Milliarden US-Dollar, wovon alleine ein einziges Projekt 643 Millionen Dollar an Marktkapitalisierung einnimmt. Und warum ich hier in Zukunft so viel Potenzial sehe, sind die jüngsten Infos über Twitter bzw. X. Ich habe es gestern auch im Video erwähnt. Elon Musk hat nämlich mit X eine neue Lizenz erworben, mit der es in Zukunft möglich ist, Kryptozahlungen und allgemein auch die Verwahrung über Twitter bzw. X möglich zu machen. Und das Ganze bietet natürlich eine perfekte Grundlage, weitere Nutzer in die sozialen Netzwerke hineinzubekommen und damit natürlich auch in den Kryptomarkt, weil Twitter alleine hat über 450 Millionen aktive Nutzer, die diese Social Media App aktuell benutzen. Und denen wird es in Zukunft halt möglich gemacht werden, dass man digitale Assets speichern, übertragen und tauschen kann. Und das Ganze über ein internes Wallet. Twitter bekommt auch die Erlaubnis, dass diese Vermögenswerte, die Nutzer auf die Plattform geben, ebenfalls verwahren dürfen. Vielleicht werden wir in Zukunft dort auch noch eine Börse sehen. Wer weiß. Ja, Elon Musk hat das Ziel, hier eine App für alles zu entwickeln und die Zahlungsfunktion ist hier nur ein Baustein. Ja, aber hier steht es auch nochmal, ein eigener Token, den schließt Elon Musk kategorisch aus. Wahrscheinlich ist eine Integration von Dogecoin als Zahlungsmittel vorgesehen. Das Ganze habe ich gestern auch in dem Video erklärt, dass es so sein kann, dass wir in Zukunft auch steigende Kurse bei Dogecoin sehen können, gerade wenn Dogecoin bei X integriert wird als digitales Zahlungsmittel. Und hier haben wir auch nochmal einen zusätzlichen Artikel, hier nochmal ganz kurz die Lizenz, die hatte ich gestern schon einmal im Video gezeigt, aber worum es halt hier geht, ist dieser Currency Transmitter aus Rhode Island. Und bisher war es ja sowieso so, dass X schon einen sehr, sehr guten Weg gegangen ist, gerade in Bezug auf die Adaption von Kryptowährungen. Und das ist natürlich jetzt der nächste Schritt. Und hier habe ich nochmal folgenden Text gehighlightet, den ich an dieser Stelle nochmal kurz erwähnen möchte. Dies könnte ein großer Boom für die Kryptoindustrie sein, da es den Menschen den Umgang mit Kryptowährungen in ihrem Alltag erleichtern würde. Und der Meinung bin ich ebenfalls, dass wenn eines der größten sozialen Netzwerke dieser Welt auf einmal mit Kryptowährungen arbeitet, schon heutzutage kann man ja Bitcoin und Ethereum Tipps, sprich Trinkgeld, an seine favorisierten Nutzer herausgeben, aber es sind halt noch keine direkten Zahlungen möglich. Und wenn das möglich gemacht wird, dann sehen wir hier meiner Meinung nach wirklich einen extremen Boom im Kryptospace. Was auch erst vor kurzem diesen Bereich Social Media und Social Coins sehr, sehr befeuert hat, war FriendTech. Ich habe mich dazu auf Twitter auch geäußert, dass ich da sehr, sehr skeptisch bin, was FriendTech angeht, weil es meiner Meinung nach einfach nur ein Hype war. Es gab schon mal solche sozialen Netzwerke, die ähnlich agiert haben und man hat es auch hier gesehen. Hier im folgenden Artikel steht es, der FriendTech-Hype lässt nach, da Transaktionen und Nutzer um 90% zurückgehen. Absolut crazy und ich habe das Ganze hier unten auch gehighlightet. Der Wert, der in das Protokoll von FriendTech floss, stieg von 16,8 Millionen US-Dollar am 21. August auf 1,3 Millionen US-Dollar am 28. August. Das bedeutet 92% Rückgang in nur einer einzigen Woche. Und das Transaktionsvolumen sank auch stark von 1,5 Millionen am 21. auf 36.000 am 29. August. Also das war wirklich nur ein kurzfristiger Hype, den FriendTech da hatte. Und wie gesagt, ich habe mich damals auch dazu geäußert. Ich habe mich da bewusst gegen entschieden, da auch dabei zu sein, weil ich es etwas kurios fand, wie die App überhaupt funktioniert und dass es da möglich ist, halt diese Aktien zu erwerben. Und ja, nach diesem kurzfristigen Hype hat man gesehen, was jetzt auch
daraus geworden ist. Vielleicht wird es zukünftig auch durch diesen Bereich Social Fi oder eine Narrative, die sich da jetzt auch bildet, durch Frentech und durch X, ja, nochmal neuer Hype dabei entstehen. Weil Fakt ist, wir haben weltweit sehr, sehr viele Social Media Nutzer. Ja, ich habe hier von Statista mal folgende Werte herausgesucht. Aktuell haben wir 4,76 Milliarden aktive Social Media Nutzer. 4,76 Milliarden Menschen. Das ist mehr als die Hälfte der Welt. Ja, und 5,3 Milliarden nutzen das Internet. Fast alle Internetnutzer nutzen die sozialen Medien. Hier haben wir auch nochmal den Umsatz, den Social Media jährlich so macht. Wir sehen hier 231 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 und 2027 soll das Ganze sogar auf 434 Milliarden US-Dollar an Umsatz ansteigen. Also Social Media ist ein Wachstumsmarkt und gerade auch in Bezug auf die Blockchain ist Social Media ein Bereich, der in Zukunft auch nicht wegzudenken ist. Und gerade dieser Bereich dezentrale Social Media Plattform, weil heutzutage ist es ja auch so, Mark Zuckerberg hat die meisten Daten dieser Welt, ja, und kann damit rumspielen, wie er will, hat ein funktionierendes Werbesystem da drauf und der Algorithmus von Facebook kennt uns besser als wir selbst. Und da ist der Bereich Dezentralität natürlich dementsprechend auch sehr, sehr interessant. Und wenn wir uns die Nutzerzahlen mal von Kryptowährungen anschauen, haben wir hier lediglich 420 Millionen Kryptonutzer aktuell weltweit. Da reden wir gerade mal von 4% der Weltbevölkerung. 4%. Wenn wir die sozialen Medien dazu nehmen, 4,76 Milliarden. Und alleine nur Twitter hat so viele Nutzer wie der gesamte Kryptomarkt, beziehungsweise sogar mehr, wenn wir jetzt hier mal die 450 Millionen Nutzer dazu nehmen, hat Twitter aktuell mehr Nutzer als der gesamte Kryptospace. Die Integration von Kryptowährungen in X würde den Kryptomarkt sehr, sehr stark nach vorne bringen. Jetzt mal abgesehen von den ganzen Spot-Bitcoin-ETFs, das hier, was sich hier aktuell entwickelt, das ist wirklich crazy, weil wenn wir das ganze Internet uns mal anschauen, ja, das Internet hatte im Jahre 2000 bzw. 2001 so viele Nutzer wie aktuell der Kryptomarkt. Und wir befinden uns in einer Zeit, die so schnelllebig ist und wo so unfassbar viel passiert und jedes Jahr die Technologie immer, immer besser wird, dass wir einfach anerkennen müssen, dass wir uns schnellst anpassen müssen. Und der Bereich Social Media ist etwas, was in Zukunft nicht mehr wegzudenken ist. Es wird immer nur noch weiterentwickelt werden. Die Algorithmen werden besser, die Apps werden besser, die Apps werden schneller, die Möglichkeiten werden anders. Und es wird in Zukunft Apps geben, die X oder Facebook oder anderen Bereichen durch die Blockchain-Technologie Konkurrenz machen möchten. Ja? Und wenn wir uns den gesamten Bereich Social Fi einfach mal anschauen und uns mal angucken, wie hoch da aktuell die Marktkapitalisierung lediglich ist. Wir reden hier von 1,1 Milliarden verglichen zu prognostizierten 434 Milliarden bis 2027. Das ist in 4 Jahren, ist dieser Markt wirklich noch sehr, sehr klein. Und wenn wir überlegen, dass ein Projekt über die Hälfte an Marktkapitalisierung hier einnimmt, und zwar Theta oder Tether, habe ich hier auch nochmal ganz gezielt rausgesucht, wurde damals sogar im direkten Bezug zu Veracity gestellt, weil hier es möglich ist, dass halt eine gesamte Infrastruktur gegeben ist für Video, Media und Entertainment. Gerade für den Bereich Streaming wird Tether eingesetzt und ist ein sehr, sehr spannendes Projekt, ist verhältnismäßig noch relativ klein. Für den Bereich, in dem sich Tether bewegt, ist dieses Projekt dementsprechend schon sehr, sehr groß. Wenn ihr Bock habt auf ein ausführliches Video über Tether, lasst es mich auf jeden Fall mal gerne in den Kommentaren wissen. Aber es gibt auch noch weitere Projekte, die sich innerhalb dieser Narrative bewegen und die vor allem sehr, sehr kleine Marktkapitalisierung haben. Wir reden hier von wirklich paar Millionen, sogar unter 1 Million Dollar an Marktkapitalisierung. So, und wenn das Ganze jetzt weiter voranschreitet mit X und mit den Möglichkeiten, die wirklich da sind, dann sehe ich hier sehr, sehr viel Potenzial. Und es gibt auch hier ein weiteres Projekt, in dem ich persönlich super viel Potenzial sehe, welches aktuell noch unter 100 Millionen Dollar an Marktkapitalisierung hat, und das ist DeSo, ja, Decentralized Social. Das ist eine Layer 1 Blockchain, die es möglich macht, Projekten dabei zu helfen, Blockchain-basierte Social Media Plattformen zu erschaffen. Und da haben wir einmal hier die Seite, und ich muss einmal ganz kurz hier durchscrollen. Diese Seite ist
so unfassbar gut gemacht. Wenn wir uns das alleine hier mal anschauen, man sieht hier zudem, wie viel Transaktionen bereits schon gemacht wurde, wie viel die Creator bisher schon verdient haben, was hier für ein Transaktionsvolumen bisher da ist und noch viel, viel mehr. Und hier steht es auch, discover the next generation of social apps. Und wir müssen das Ganze einfach mal anerkennen, dass in Zukunft Blockchain-basierte Social Media Apps unser Leben bestimmen werden. Und es wird in Zukunft so sein, dass vor allem sich erstmal herauskristallisieren muss, welche App wird da wirklich die Nummer 1 App sein in diesem Bereich. Ich gehe davon aus, klar, dass Facebook da auch irgendwo dran arbeitet, dass sie da mitgehen möchten. Jedoch war es ja so, dass Mark Zuckerberg, als der ganze Metaverse-Hype anfing und seinen ganzen Konzern umbenannt hat in Meta, das Ganze eher ein Flop war. Ich gehe davon aus, dass X wirklich die Nummer 1 Plattform zukünftig sein wird bezüglich Blockchain, weil auch gerade schon eine sehr, sehr starke Krypto-Community auf X vorhanden ist. Aber die so trotzdem das Potenzial hat, hier in Zukunft diese Apps herauszubringen. Und bei Deezo haben wir aktuell, wie gesagt, unter 100 Millionen Dollar an Marktkapitalisierung. Und wenn wir uns die Maximalansicht hier mal anschauen, bewegen wir uns hier wirklich stark am Boden. Wir hatten bei Deezo ein All-Time-High von 198 Dollar, ja, 95% zum All-Time-High. Aber wie ich ja auch in dem Analysevideo erklärt habe, ist es immer wichtig, die Market Cap sich auch anzuschauen. Da hatten wir hier beim nicht ganz beim All-Time-High die höchste Marktkapitalisierung, deswegen stimmt der Preis in meinen Augen nicht so ganz. Wenn wir uns angucken, wir hatten die höchste Marktkapitalisierung im Oktober 2021 und bewegten uns dabei in einem Kurs von roundabout 157 Dollar. Wenn wir uns die Tokenomics angucken, haben wir hier fast alle Token aktuell schon im Umlauf, das heißt auch keine Inflation mehr, weshalb man diesen Kurs, den Deezo da hatte, auf jeden Fall auch recht gut einpreisen kann für die Zukunft, um das Potenzial hier auch einzuschätzen. Und man sieht auch, Deezo ist bereits in den Top 250. Wenn ihr Bock habt, auch hier ein ausführliches Video über Deezo zu sehen, lasst es mich gerne wissen. Ist ein sehr, sehr interessantes Projekt. Oder auch, dass ich ganz gezielt mal mir hier Projekte raussuche und diese vorstelle. Mit diesem Video war aber mir persönlich super, super wichtig, um einfach erstmal auf diesen Bereich aufmerksam zu machen, dass jeder einzelne von euch auch mit den Tipps, die ich im Analysevideo geteilt habe, auf diese Projekte zugehen kann und sich diese Projekte auch anschauen kann. Ja, und wenn du das Analysevideo noch nicht gesehen hast, ich verlinke es dir mal gerne oben in der Infobox, solltest du dir auf jeden Fall anschauen. Da erkläre ich ganz genau, wie ich persönlich neue Projekte analysiere, worauf du wirklich achtest und das wirklich sehr, sehr vereinfacht. Ja, weil oftmals Leute im Crypto-Space starten und nicht so richtig wissen, wie fange ich denn jetzt richtig an? So, und dann fängt es an mit On-Chain-Daten und so weiter und das verwirrt eher die meisten Personen. Und in diesem Analysevideo habe ich, wie gesagt, alles Mögliche so einfach wie möglich erklärt, dass jeder Anfänger selbst neue Projekte dementsprechend auch analysieren kann. Kommen wir jetzt auch noch mal ganz kurz zum Bitcoin-Kurs, weil im gestrigen Video haben wir davon ja gesprochen, um da einfach ein kurzes Update zu geben, wo ich persönlich jetzt aktuell den Markt einschätze. Ich habe gestern im Video gesagt, dass ich davon ausgehe, dass wir noch mal hier einen Bounce sehen können auf der 200er Daily EMA. Wenn ich jetzt mal hier ranzoome, sehen wir, war es ein perfekter Bounce auf der 200er Daily EMA. An meiner Situation, an meinem Plan hat sich aktuell nicht unfassbar viel verändert. Ich habe meinen Trade jetzt aktuell hochskaliert, wie ich auch im gestrigen Video gesagt habe, was mein persönlicher Plan ist. Es kamen jetzt sogar noch zusätzliche News heraus, die mich persönlich noch unfassbar bullisch stimmen. Und das sieht man einmal hier, ja, weil die Wahrscheinlichkeit für die Zulassung eines Spot-Bitcoin-ETFs liegt laut Bloomberg-Analysten bei mittlerweile 75% für dieses Jahr. Und für 2024 liegt die Wahrscheinlichkeit sogar auf 95%. Wenn wir uns einfach mal den Kurs anschauen, ja, und jetzt mal uns einfach mal fiktiv vorstellen, die Spot-Bitcoin-ETFs werden jetzt zugelassen, dann sehen wir hier wirklich sehr, sehr hohe Kurse und dieses Szenario wird nicht nur aktiviert, sondern wird auch hier oben im Zielbereich dementsprechend auch ausgelöst. Also es bleibt auf jeden Fall spannend, was wir dieses Jahr noch so sehen werden und ich habe es auch hier auch nochmal auf Twitter geschrieben, laut eines CNBC-Analysten werden alle Spot-Bitcoin-ETFs noch diesen Herbst zugelassen. Sehen wir dieses Jahr vielleicht doch noch ein All-Time-High oder wird die aktuelle Narrative, welche um die ETFs
entsteht, dafür genutzt, hier ist ein Rechtschreibfehler, ein Schreibfehler, genutzt, Investoren falsche Hoffnungen zu machen. Was meint ihr? Lasst es mich auf jeden Fall mal in den Kommentaren wissen. Das Ding ist einfach, dass natürlich solche Infos den Kurs dementsprechend auch gut beeinflussen können. Obwohl wir weiter unten noch zwei Liquiditätspunkte haben, darf man nicht außer Acht lassen, dass wir auch hier diesen Liquiditätspunkt haben und wir uns aktuell über der 200er Daily EMA bewegen. Und das Ganze ist schon mal ein sehr, sehr guter Indikator dafür, dass wir eher steigendere Kurse sehen werden. Ja, wie man hier auch in der Vergangenheit sich das Ganze genauer anschauen kann. Sind wir drüber? Handeln wir drüber? Sind wir drunter? Handeln wir drunter? Deswegen bleibt es auf jeden Fall jetzt spannend abzusehen, wie sich das jetzt in diesem Bereich verhält. Also wir sind hier gerade an einem sehr, sehr spannenden Punkt. Aber an meinem Plan hat sich nichts verändert. Ich skaliere jetzt aktuell meine Long-Position hoch. Das ist auf jeden Fall das nächste Ziel. Und wenn wir hier einen Bounce sehen, skaliere ich meine Position noch weiter nach oben, weil ich hier oben das Ziellevel jetzt auch sehe und das vor allem auch kurz bzw. eher mittelfristig. Und solche News von Bloomberg sorgen natürlich für weitere Bestätigungen für solche Szenarien. Wenn du das Ganze nachtraden möchtest, nutzt dafür sehr, sehr gerne BitGet. Du findest unten in der Videobeschreibung und auch im ersten Kommentar ein ausführliches Trading-Tutorial zu BitGet, wo ich dir ganz genau erkläre, wie ich persönlich BitGet nutze, wie du da wirklich Trades öffnest, worauf du da wirklich achtest, wie du einen Hebel richtig einstellst, um dabei auch keine Fehler zu machen. Und aktuell habe ich sogar eine Aktion mit BitGet gestartet, die läuft seit heute und zwar geht es da um BGB Airdrops, wo insgesamt 5000 BGBs, das heißt der börseneigene Token, das sind insgesamt $2000 an neue Nutzer rausgegeben werden per Airdrop. Was muss man dafür tun? In der Videobeschreibung findest du einen Link zu BitGet. Über diesen Link sparst du dir sogar noch zusätzlich 15% auf alle Tradinggebühren und du unterstützt auch meine Arbeit, weil ich schalte hier keine Werbung auf YouTube und generiere dadurch auch keine Einnahmen. Und wenn du Bock hast, meine Arbeit und meinen Kanal zu unterstützen, dann mach dir gerne einen Account bei BitGet, weil ich einen Teil der Trading-Gebühren bekomme. Wenn du das gemacht hast, musst du einen $1000-Trade eröffnen. Entweder Spot oder Futures. Im Futures-Bereich bedeutet das nicht, dass du $1000 als Marge hinterlegen musst, sondern du musst ein Handelsvolumen von $1000 erreichen. Und das Ganze ist mit dem richtigen Hebel schnell auch erreicht. Da brauchst du auch keine $1000 auf dem Account. Und wenn du auch schon über meinen Link registriert bist oder dich dabei neu registrierst, hast du noch ein weiteres Special. Und zwar hast du die Möglichkeit, Mystery Boxen zu gewinnen. Weil je nachdem, wie viel Handelsvolumen du erzeugst, kannst du Mystery Boxen gewinnen. Und da gibt es drei Tierlevel ab einem Trading-Volumen von $100.000. Auch hier wichtig, gehebeltes Volumen, gewinnst du eine Silver Mystery Box. Die enthält Gutscheine im Wert zwischen 5 bis 50 USDT, die du da bekommen kannst. Ab $150.000 Trading-Volumen kommst du ins zweite Tierlevel, gewinnst dabei eine Gold Mystery Box, die enthält 50 bis 200 USDT und ab $250.000 Trading-Volumen gewinnst du eine Platin Mystery Box, die enthält 80 bis 500 USDT. Und die Aktion läuft noch bis 15. September. Die Aktion läuft jetzt bis zum 15. September, also nimm da gerne dran teil. Es würde mich natürlich freuen. Es ist kein Muss, dich jetzt über diesen Link zu registrieren, aber wenn du Bock hast, an diesem Giveaway teilzunehmen und vor allem auch meinen Kanal unterstützen möchtest, dann mach dir da gerne einen Account. Ich wünsche dir da auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg und natürlich auch Happy Profits. Lasst mich auf jeden Fall mal in den Kommentaren wissen, wie ihr diesen Bereich Decentralized Social Media in Zukunft so einschätzt, ob ihr denkt, dass das in Zukunft Potenzial hat, wie ihr die aktuelle Situation um X einschätzt, ob ihr auch denkt, dass Dogecoin da in Zukunft das Zahlungsmittel sein wird oder eventuell eine ganz, ganz andere Kryptowährung da als Zahlungsmittel verwendet wird. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, um den Algorithmus zu pushen. Und falls du neu bist auf diesem Kanal, lass gerne ein Abo da, um in Zukunft keines meiner Videos zu verpassen. Und wenn du jetzt Bock bekommen hast, dir weitere Videos anzuschauen, kannst du dir einmal hier das letzte Video von mir hochladen und einmal hier eine gesamte Playlist mit allen 100x bis 1000x Projekten, die ich auf meinem Kanal jemals vorgestellt habe. Das war's für dieses Video. Wir sehen uns im nächsten. Peace. Ciao, ciao.